Brisanz in die Partien, das sind sie. Der FC Tirol hat mit Ried noch eine Rechnung offen. Bleibt die Austria erstmals in dieser Saison gegen den LASK oben auf? Kann SCN die Torflut von Graz vergessen? Nur mit einem Sieg über den GAK marschiert Salzburg wieder Richtung Spitze. Und damit hinein ins letzte Viertel dieser Meisterschaft. Sie haben es gehört, die erste Mannschaft, die eine Rechnung offen hat, ist der FC Tirol nach der 1:2-Niederlage zuletzt in Ried. Aber nicht der Sport, sondern Politik und Wirtschaft haben im Vorfeld dieser Partie für Aufregung gesorgt. Denn dem von den Tiroler Fans so heiß geliebten Tivoli-Stadion soll es an den Kragen gehen. Nachdem der Hauptsponsor für ein weiteres Jahr verlängert hat, beschließt der Innsbrucker Stadtsenat, das altehrwürdige Tivoli-Stadion im Tirol-Milchstadion umzubenennen. Eine Entscheidung, die auf wenig Gegenliebe stößt. Ja, mir gefällt es nicht, dass es so heißt. Wird es vielleicht immer Tivoli heißen? Immer. Ja, also immer Tivoli. Immer. Das ist Tivoli und bleibt Tivoli. Das ist Tradition. Ja. Das ist Tradition und das lassen wir nicht durch keinen Sponsor wegnehmen. Ein Stadion, was weiß nicht, wie lange schon den Namen hat, nicht, kann ich doch nicht über Nacht umtaufen. Ja, das ist ein Scheiß, weil in Innsbruck gibt es keine Tradition. Tivoli-Stadion. FC Tirol Milch heißt jetzt, das ist ein neuer Name. FC Tirol Milch Stadion. Und was sagt ihr dazu? Ja, eigentlich Scheiß. Zum Namen? Mhm. Mir war Tivoli sympathisch, aber das ist eine Gewohnheitssache. Ein saure Milchstadion. Naja,